Hallo. Ich freue mich, heute hier mit so vielen anständigen, vernünftigen und mutigen Bürgern zu stehen und ein klares Zeichen zu setzen gegen die verfehlte Politik in diesem Land. Uns alle, wie wir hier stehen, einst die Vision eines demokratischen, rechtsstaatlichen, freiheitlichen und toleranten Deutschlands. Und jeder Einzelne, der hier steht, ist bereit, dafür auf die Straße zu gehen. Und ich bin persönlich sehr stolz, heute hier mit euch zu sein. Vielen Dank euch allen. Die Medien schreiben von Russlanddeutschen oder von Russen, die auf die Straße gehen. Aber die Strategie dahinter ist durchsichtig. Man möchte uns spalten und schwächen, indem man sagt, die Russen, die Deutschen, die Polen und so weiter. Aber die Strategie, uns zu spalten, wird nicht aufgehen. Wir stehen hier heute gemeinsam, weil wir uns um unser Land sorgen und weil wir genug haben von den verantwortungslosen Politikern, die dieses Land ruinieren. Und deswegen ist die Botschaft, die wir hier heute aussenden, ganz klar und die wir nicht nur von hier heute aussenden, sondern die wir von verschiedenen Marktplätzen und Rathäusern in ganz Deutschland aussenden heute. Jeder, der zusammen mit uns in einem freiheitlichen, demokratischen und sicheren Land leben möchte, der ist herzlich willkommen, sich uns anzuschließen, egal ob er hier geboren wurde oder ob er aus einem anderen Land hierher gekommen ist. Wir alle erleben aktuell durch die Medien und die Politik eine Spaltung der Gesellschaft. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen in Einigkeit und in Frieden leben. Wir alle erleben eine Regierung, die sich in Willkür über die Gesetze stellt. Und auch das wollen wir nicht. Wir wollen eine Regierung, die sich an die Gesetze hält. Und wir wollen, dass alle vor dem Gesetz gleich sind. Wir alle erleben Bevormundung und Diskriminierung, wenn man offen über die Zustände in diesem Land redet. Und auch das wollen wir nicht. Wir wollen offen sagen können, was wir denken und was wir tagtäglich erleben. Kurz gesagt, wir wollen Einigkeit und Recht und Freiheit, ganz wie es auch die deutsche Nationalhymne sagt. Für nicht mehr, aber auch für nicht weniger stehen wir heute alle hier. Und wir werden auch nicht mehr schweigen, bis wieder die Vernunft in diesem Land Einzug gehalten hat. Es gibt Menschen, die sagen, dieses Asylchaos diene nur dazu, die Menschen so abzulenken, dass man durch die Hintertür TTIP, das transatlantische Freihandelsabkommen mit den USA, einführen kann. Dazu sei aber ganz klar gesagt, wir sind wachsame Bürger. Und dieses Freihandelsabkommen, das unseren Verbraucherschutz und viele andere Rechtsnormen in diesem Land aushöhlen würde, wollen wir nicht. Und wir werden uns ganz klar dagegen stellen, dieses Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Wir stehen heute hier nicht nur wegen den Vorkommnissen in Köln, sondern wir stehen heute hier, weil es inzwischen auch in Nürnberg und in Ansbach schon Übergriffe gegeben hat. Wir stehen heute hier, weil wir Einheimischen vielfach diskriminiert werden im eigenen Land. Einige Einheimische sitzen im Gefängnis, weil sie beim Schwarzfahren erwischt worden sind. Im September letzten Jahres hat aber die Bahn die Regelung verkündet, dass Schaffner Asylbewerbern und deren Begleitern, wenn sie die beim Schwarzfahren erwischen, Ersatztickets ausstellen soll. Bei den örtlichen Verkehrsbetrieben hier in Nürnberg stellt man fest, dass es nicht nur eine besondere Gewaltbereitschaft bei den Asylbewerbern gibt, wenn man Fahrkartenkontrollen macht, sondern man gibt sogar offen zu, dass man sie wegen Schwarzfahrens oftmals nicht belangen kann, weil weder die Kontrolleure noch die Polizei vor Ort in der Lage sind, die Identität festzustellen. Und es kommt sogar noch schlimmer, wie wir jetzt letzte Woche erfahren haben, wird in Kiel seit einigen Monaten bei Asylbewerbern nicht mal mehr Ladendiebstahl und Sachbeschädigung verfolgt, eindeutige Straftaten. Das, was da passiert, ist nicht nur die Aufgabe des Rechtsstaats und ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, zu welchem Verhalten man die frisch ins Land gekommenen Asylbewerber damit erzieht.
Nein, es ist auch eine unglaubliche Diskriminierung und Rassismus gegen die eigene Bevölkerung, wenn man jene, die schon Jahrzehnte hier in diesem Land leben, schlechter stellt als jene, die gerade frisch über die Grenze gekommen sind. Was für eine Bananenrepublik ist unser schönes Deutschland geworden? Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung werden alleine für Asylbewerber, die letztes Jahr ins Land gekommen sind, bis zu 55 Milliarden Euro jährlich aufgebracht werden müssen. Das sind über 100 Euro pro Monat für jeden von uns, der in diesem Land arbeitet. Nürnbergs Oberbürgermeister Mali, der bezeichnet es als Einladung zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung, Zitat, wenn man den Menschen klar sagt, mit welchen Geldern sie dieses Asylchaos bezahlen sollen. Wir sagen, Herr Mali, so geht es nicht. Wir wollen Transparenz und wer all diese Menschen nach Deutschland einlädt, der muss auch den Menschen ganz klar sagen, womit man all das bezahlen soll. Vor allem aber stehen wir heute hier, weil wir uns im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen. Laut den Nürnberger Nachrichten hat die bayerische Polizei Folgendes bekannt gegeben. In Nürnberg lag der Anteil der von Flüchtlingen begangenen Straftaten an den Gesamtstraftaten bis Ende Oktober 2015 bei 6,4%. Zitat aus den Nürnberger Nachrichten. Wenn man zugrunde legt, dass die Asylbewerber bis Ende Oktober 2015 über das ganze Jahr gesehen ca. 1% der Bevölkerung ausgemacht haben und dieses 1%, 6,4% aller Straftaten begeht, dann sieht man ganz klar, dass wir hier auch ein Kriminalitätsproblem haben. Das ist aber auch kein großes Wunder, weil an der Grenze wird nicht kontrolliert, sondern nur erfasst. Islamisten können daneben Kriegsverbrechern und Kleinkriminellen genauso einreisen wie wirklich Verfolgte, die Schutz suchen. Und das Ergebnis des Ganzen ist, dass wir hierzulande zahlreiche Parallelgesellschaften bekommen, dass Christenverfolgung und Antisemitismus in unserem Land aufblühen und unsere Frauen Angst haben vor Übergriffen. Die Polizei muss regelmäßig ausrücken zu Einsätzen wegen Massenschlägereien in Asylbewerberheimen. Wirklichen Flüchtlingen können wir in diesem Land gar nicht mehr helfen, weil wir Gott und die Welt ins Land lassen und die wahren Verfolgten und Flüchtlinge in den Asylbewerberheimen wieder den Verfolgern ausgesetzt sind, denen sie in ihrer Heimat schon ausgesetzt waren. Überhaupt sind nur ein kleiner Teil der Menschen, die zu uns kommen, wirklich Verfolgte. Die anderen kommen hierher, weil wir hohe Sozialleistungen haben und sie ein Vielfaches des Geldes bekommen, was sie zu Hause verdienen würden. Das kann man den Menschen, die kommen, nicht zum Vorwurf machen, wohl aber muss man es unseren Politikern zum Vorwurf machen. Und genau deswegen stehen wir heute hier, weil wir der Meinung sind, dass es einen politischen Neuanfang in diesem Land braucht, und Angela Merkel weg muss. Aktuell kommt jede Woche eine arabische Kleinstadt nach Deutschland und die sozialen Spannungen im Land nehmen massiv zu. Solange man nicht die Ursachen angeht, werden sich die Zustände im Land verschlimmern. Eine Lösung des Problems wäre aber ganz einfach. Man müsste schlicht geltende Gesetze einhalten. Man müsste als ersten Schritt die Grenzen kontrollieren und deutsches und europäisches Recht zur Anwendung bringen, das besagt, dass niemand Asyl beantragen kann, der aus einem sicheren Land zu uns kommt. Und alle Länder um Deutschland herum sind sicher. In einem zweiten Schritt müsste man die Asylanträge aller Asylbewerber gründlich kontrollieren und nur jene, die wirklich verfolgt sind und hierzulande keine Straftaten begehen, dürften Asyl erhalten. Alle anderen müssten ausgewiesen oder gegebenenfalls abgeschoben werden. Und der kleine Prozentsatz an Flüchtlingen, der dann übrig bleibt, der müsste integriert werden und zwar ohne falsche Toleranz, indem man den Menschen einfach sagt, wenn ihr mit uns zusammen hierzulande leben wollt, dann müsst ihr euch auch an die hier geltenden Gesetze und Vorschriften halten.
Das wäre der Weg, den dieses Land einschlagen müsste. Und wir bedauern zutiefst, dass die Politiker in diesem Land nicht dazu bereit sind. Den Menschen, die bislang hierher kommen, sagt niemand, dass sie sich hierzulande integrieren müssen, wenn sie hierbleiben wollen. Unser Staat ist feige, er duckt sich einfach weg und gibt also unsere Werte wie Freiheit, Toleranz, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, innere Sicherheit und Gleichberechtigung auf. Wir sind hier, weil wir diese Werte nicht aufgeben. Wir stehen hier genau für diese Werte und wir werden auch so lange wiederkommen, bis die Politiker in diesem Land entweder diese Werte wieder achten und sich dafür einsetzen oder bis sie abgewählt sind.